Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Wochenende ist vorbei. Wir hatten jetzt übers Wochenende genug Zeit, uns mit PvP vertraut zu machen und es zu testen. Ich mache demnächst wahrscheinlich noch so ein Umfragevideo, wo ich auf Instagram, folgt mir auf Instagram und liked das Video, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Aber auf Instagram dann diese Umfrage, wo ich nach eurer Meinung frage bezüglich PvP. Habe jetzt schon ab und zu gefragt und ja, die Meinungen sind schon sehr unterschiedlich, auch in der Community, so bei anderen Videos. Ja, da sind die Meinungen sehr differenziert. Manche, viele mögen PvP, manche haben noch Hoffnung darin, manche sind offen dafür, aber manche hassen es einfach. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall Umfrage demnächst auf Instagram und dann mache ich da dazu ein Video mit eurer Meinung. Aber PvP, ja, ob man es mag oder nicht, das ist die eine Sache. Was ich jetzt am Wochenende mir angeschaut habe, ist das erste offizielle. Was ist offiziell, aber das erste Turnier, das erste PvP-Turnier, veranstaltet von The Sylph Road, The Sylph Arena, moderiert von Trainertipps und Mystic 7. Also an sich zwei Top-YouTuber natürlich, dementsprechend auch Spaß gemacht zuzuschauen. Sogar die Kombination ist ziemlich geil gemacht gewesen. Link ist unten in der Beschreibung zum Stream, zum Turnier. Ja, die wollen es ganz groß aufziehen. Auch da in den Kommentaren sehr zwiegespaltene Meinung. Jetzt natürlich meine Meinung dazu. Ich habe es mir fast komplett angeschaut. Ging natürlich auch mehrere Stunden. War ein Turnier und ein Livestream. Das heißt, ja, eine Menge Lücken dazwischen. Was aber an sich nicht schlimm ist, ist ja ein Livestream. Muss man natürlich über verschiedene Aspekte betrachten. Es gibt natürlich den erstmal puren, reinen Turnier-Aspekt und dann natürlich, wie man das Ganze veranschaulichen kann, Video drüber machen kann und dann, wie man das Ganze halt in Szene setzen kann für YouTube und sowas oder Twitch. Ah, war ein Turnier. Und man muss jetzt natürlich betrachten, das sind die Anfänge und jeder TO, Tournament Organizer, kann an sich noch selber entscheiden und selber experimentieren, wie er das Turnier aufbauen und strukturieren will, welche Regeln. Und ich erinnere mich noch, ich zocke ja Hearthstone seit der geschlossenen Beta, also geschlossen. Ich habe so viele verschiedene Turniermodelle gesehen und da wurde echt sehr viel experimentiert. Bis heute ist es noch nicht sicher, was das beste Turniermodell ist. Also damit will ich nur sagen, die haben das zwar jetzt so verwendet, aber das heißt nicht, dass jeder Turnierorganisator oder falls ihr ein Turnier machen wollt, den einfach blind nachmachen müsst. Das heißt aber auch nicht, dass ihr Turnierformat schlecht war. Damit will ich nur sagen, probiert verschiedene Turnierformate aus, noch wisst ihr nicht, was am besten ist. Und schreibt auch unten in die Kommentare, falls ihr schon ein Turnier gemacht habt, veranstaltet habt, in eurer Gegend. Mehr dazu später noch. Weil in München wird ein krasses Turnier veranstaltet. Auf jeden Fall, deren System war halt so, dass man sich mit 6 Pokémon registriert. Best of 3, das heißt, wer zuerst 2 von 3 gewinnt. Wie gesagt, ich habe nicht alles komplett geschaut. Ich weiß nicht, wie es im Finale ist, aber das ist so eine typische E-Sport-Struktur. Vorrunden 2 von 3 und dann Grand Finals, Winners Finals und Losers Finals ist dann 3 von 5. Sprich, jedes Mal, wenn du angetreten bist, konntest du 3 von diesen 6, die du davor ausgewählt hast, wählen. Ja, und dann bist du reingegangen, PvP. Gab natürlich eine Menge Probleme mit Verbindung. Also solche Sachen mache ich eh nicht nieder, weil dafür können die ja nichts. Und das war das erste Mal, dass es ausgestrahlt wurde. Und dafür war es eh schon krass. Krasses Layout, sehr schön. Blende ich hier nochmal ein, wie das aussah. Sah alles sehr gut aus, finde ich persönlich. Shoutout an die, Respekt. Muss man sich jetzt natürlich selber denken und überlegen, falls man selber mal ein Turnier veranstalten will, wie man das Ganze dann in Szene setzt und dann als Videomaterial da auf YouTube hochkriegt. Kannst ja nicht einfach jedem Teilnehmer sagen, hey, installiere dir mal Screen Recorder und dann nimm dann das Match auf für mehr als 100 MB und dann schick es mir. Und das wäre ja dann nur für Video, aber live ist dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Die hatten zwei Handys, also das Handy von Nick und Mystic 7. Das waren beides, glaube ich, iPhones, weil mit iPhone kann man direkt den Bildschirm übertragen. Auf jeden Fall hatten die dann zwei Handys als Station sozusagen und die Leute haben sich dann immer auf dem Handy eingeloggt. Multi-Accounting oder Account Sharing. Ja, Account Sharing. Auf jeden Fall. Ja, an sich, das Turnier war ganz cool. Schaut's vorbei, wie gesagt, schaut's vorbei und macht euch euren ersten Eindruck. Beziehungsweise, falls ihr schon einen ersten Eindruck bekommen habt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung dazu. Ja, die Frage ist jetzt, wie ist die Zukunft davon? Die Zukunft von PvP und Turnieren. Hat das eine Zukunft? Die versuchen es halt richtig groß aufzubauen mit Ranking, Leaderboard, Punkten, Weltmeisterschaft. Ich meine, an sich kann man aus allem Weltmeisterschaften und so eine Competitive Szene machen. Ja, aber letztens, also ihr wisst, ich schaue Tetris. Mir wurde das irgendwann mal von YouTube vorgeschlagen. Der verrückte YouTube-Algorithmus.
Und seitdem verfolge ich die Tetris-Weltmeisterschaft. Und letztens wurde mir auch so Fangen vorgeschlagen. Was war das? Catch and Play, Play and Catch, irgendwie sowas. Weltmeisterschaft. Also man kann echt aus allem. Hier ist diese Becher, die man so stackt. Oder Rubik's Cube. Man kann echt aus allem eine Weltmeisterschaft machen. Also egal wie schlecht PvP ist, man kann auch daraus eine Weltmeisterschaft machen. Also würde mich nicht überraschen. Dementsprechend, wenn man aus allem eine Weltmeisterschaft machen kann, kann man auch alles, auch wenn es noch so einfach oder simpel ist, irgendwie strategisch aufziehen. Auch da hat man schon leichte Tendenzen von Strategie gesehen. Was schickt man ins Spiel? Wann setzt man sein Schild ein? Zweite Ladeattacke, ja, nein. Welche Typen? Welche Pokémon? Was setzt man zuerst ein? Zum Beispiel gab es ein paar, die hatten echt gute Pokémon und gute Attacken. Leider wurden die dafür nicht belohnt. Die hatten halt sehr interessante Pokémon dabei mit sehr interessanten Attacken. Gegner waren nicht darauf vorbereitet, haben zum Beispiel nicht ihr Schild benutzt und wurden krass überrascht. Bam, Pokémon zerstört. Leider gab es dann Verbindungsprobleme, Spiel musste neu gestartet werden, resettet. Das ganze Match wurde resettet und der Überraschungsfaktor war dann weg. Das fand ich sehr schade. Ansonsten war das Turnier ganz cool. Das war so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, sehr schade, das war echt richtig leidend. Haben sich krass Mühe gegeben, die richtigen Pokémon auszusuchen mit den Attacken, die überraschen und dann hat auch überrascht. Aber die Runde wurde einfach neu gestartet und ja, Überraschungsfaktor war weg. Der Gegner hat beim zweiten Mal dann natürlich schon den Schild angesetzt. Und die Strategie war umsonst. Aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall eine Menge Strategie aus dem Spiel holen. Alter, man kann aus viel Gewinn eine Menge Strategie rausholen, wenn man es denn will. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ein Kritikpunkt von euch, der mir gar nicht eingefallen ist. Und zwar PvP, also jetzt nicht turniermäßig. Darüber reden wir gleich noch wieder weiter. Aber die Motivation. Ich habe gesagt, Sinnohstein, alles cool mit dem Sinnohstein, aber wie lange wird er uns motivieren? Irgendwann haben wir alle genug Sinnohsteine und irgendwann habe ich auch genug Sinnohsteine, dass ich alle meine Klamux-Bonbons oder Roselia-Bonbons wegentwickelt habe. Und was dann, war dann meine Frage. Aber jetzt ist es so, dass ihr bereits jetzt schon keine Motivation habt oder zumindest ein paar. Und darauf habe ich gar nicht geachtet, aber das Problem für manche ist, dass der Gewinner und der Verlierer die gleichen Belohnungen bekommen. Und manchmal ist es so, der Gewinner kriegt nur Staub und der Verlierer kriegt den Stein. Also wieso dann sich Mühe geben, wieso dann gewinnen überhaupt? Also für mich ist klar, du kriegst dann halt einen Fortschritt für die Medaille. Aber es gibt viele Leute, ja, die haben sich diese Frage gestellt. Und ich kann die auf jeden Fall nachvollziehen. An sich erstmal ist ja nur der Sinnohstein interessant. Das andere sind ja 500 Staub, das ist ja nichts. Da kannst du ein, zwei Pokémon fangen. Ist es jetzt Rumgeheule von denen, weil der Sinnohstein nicht häufig genug ist? Ich habe jetzt von 12 Kämpfen oder so, nee, 16. Von 16 einmal den Sinnohstein bekommen. Ich meine, mir ist egal, irgendwann kriege ich eh genug Sinnohsteine. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn es vollkommen egal ist, ob du gewinnst oder verlierst, du willst einfach nur den Sinnohstein. Ich meine, ich habe in die Zukunft geschaut, ich habe vorausschauend geschaut, irgendwann hast du halt nicht mal mehr Bock auf den Sinnohstein. Aber daran habe ich echt nicht gedacht, dass die Leute gewinnen wollen oder einen Grund brauchen, um zu gewinnen. Weil, hey, manchmal kriegt der Verlierer bessere Belohnung. Das ist schon sehr komisch und kann sehr demotivierend sein. Ich habe von vielen Leuten jetzt gehört, ja wozu? Machen einfach nur 3 Kämpfe oder 4, gehen den Trainer auch noch, schnappen sich ihre Belohnung und das war's. Für manche, die nehmen es natürlich einen Schritt weiter und für die sind zum Beispiel die Turniere sehr motivierend. Wie gesagt, wir werden sehen, wie sich Turniere entwickeln. Weil zum Beispiel in München, da hat der Murat, mein X-Rate-Dealer, X-Rate-Pass-Dealer, ein krasses Turnier veranstaltet oder geplant. Noch wurde es ja nicht veranstaltet. Das ist der Münchner Top 4 PvP Turnier. Es ist jetzt kein normales Turnier, wo einfach jeder hingehen kann. Solche Turniere wird es wahrscheinlich auch geben. Es ist jetzt ein Stadtteilturnier, um den besten Stadtteil Münchens herauszufinden. Jeder Stadtteil schickt 4 Trainer ins Rennen und dann battlen die Stadtteile gegeneinander. Was ich sehr cool finde, da gibt es auch so eine Gruppe mit den Anführern jedes Stadtteils. Ich bin ja eh so ein großer Fan von den Stadtteilen. Und den Anführern und so, weil das erinnert mich immer so an Herr der Ringe oder Game of Thrones oder so mit den verschiedenen Häusern. Also das dauert alles noch lange, sehr lange. Ich habe jetzt bis zum 31.01.2019 Zeit, meine 4 Teammitglieder zu finden. Ich weiß nicht mal, ob wir 4 Spieler zusammenbekommen. Auf jeden Fall, jeder Stadtteil setzt 4 Spieler ein. Es gibt mehrere Runden. Die Runden werden in den verschiedenen Ligen ausgetragen. Es gibt bestimmte feste Termine, wo sich dann alle treffen. Oder zumindest die Gegner, die 2 verschiedenen Stadtgebiete, die gegeneinander antreten. Ja, tragen die Spiele aus und dann wird das alles eingetragen und irgendwann gibt es ein Finale. Zum Beispiel, da wurden noch nicht verschiedene Kriterien hinzugefügt, wie bei dem Silver Arena Turnier. Zum Beispiel, wenn man 6 Pokémon einrechnet und von denen kann man jede Runde dann
drei auswählen, was natürlich sehr geil ist. Da gibt es zum Beispiel in Hearthstone dasselbe, man reicht seine Decks ein. Und dann gibt es manche Turniere, die haben eine Pick-and-Ban-Phase, wo man dann zum Beispiel ein Deck bannen kann. Das könnte man zum Beispiel auch einführen an alle Theos da draußen, Turnierorganisatoren. Man könnte zum Beispiel 7, ich weiß, Pokémon ist auf 6 hängen geblieben. Man könnte aber zum Beispiel 7 Pokémon einreichen. Der Gegner schaut sich das an und er bannt zum Beispiel eins davon. Oder man macht es einfach mit 6, man reicht 6 ein, der Gegner bannt eins davon. All solche Sachen geben halt noch mehr Reiz, noch mehr Motivation, noch mehr Komponenten, die Potenzial haben, Strategie mit in das Spiel hinzuzufügen oder mit in das System PvP. Wir sind gerade erst am Anfang, da wird alles noch sehr holprig sein, aber ja, Turniere werden meiner Meinung nach immer mehr und immer größer gegolten. Spielen in unserer Community. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird in Bezug auf PvP und Turniere. Wie gesagt, habt ihr schon ein PvP-Turnier ausgetragen und organisiert? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Habt ihr das Video gesehen oder das Turnier von The Sylph Arena? Dann schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.